Weißt du, woher dieser Mangel kam oder wie hast du den überwunden? Also gerade im spirituellen Bereich zu arbeiten, ich weiß, wir spirituellen Menschen haben ganz häufig das Mangelthema am Laufen. Wie ist dir das bewusst geworden und wie hast du das überwunden? Bewusst geworden, also ich habe es mein ganzes Leben lang völlig selbstverständlich gehabt. Also es war da, weil meine ganze Familie bis in Gott weiß wie viel Großelternlinien mehr oder weniger wenig Geld hatten. Und das wird ja von Generation zu Generation immer dichter, dieser Mangel. Ja, also meine Uroma, die hatte noch ein Haus und da ging es noch, aber meine Oma, dann ihre Tochter, war dann schon wieder mehr im Mangel. Dann kamen ja die zwei Weltkriege und das, meine Mutter, die hat mich damit brainwashed, ja, also dieses dauernd, wir haben kein Geld, das kannst du nicht machen, dies kannst du nicht haben und so weiter. Das war normal für mich, ja, den Pfennig zigmal umdrehen und so. Und da muss ich sagen, da hat mein zweiter mittlerweile Ex-Mann, der liebe Siranus, mich am Schlawittchen gepackt und hat gesagt, ey, hallo, das geht so nicht weiter, ja. Und mit ihm, so vor 10 Jahren, kam das erste Mal wirklich ein Gefühl von, vielleicht schaffe ich das tatsächlich, da rauszukommen. Ja, bis dahin habe ich 40 Jahre Mangel ge gehabt auf tiefster Ebene. Meine Steuerberater haben immer gesagt, du verdienst weniger als ein Student. Da bleibt nichts. Also ich habe alles immer wieder reinvestiert. Ich meine, alleine so eine Leinwand für so ein Riesenbild, ja, das musste ich mir ersparen, sowas überhaupt machen zu können. Ja, und ich habe alles immer wieder ins Geschäft investiert. Und mit Siranus kam dann tatsächlich jemand, der gesagt hat, du bist so viel wert, zeig's endlich. Ja. Und Wunderschön. dann haben wir 10 Jahre oder 8 Jahre daran gearbeitet. Na, du, also für dich mal eben zur Information. Ich finde unser beider Gespräch gerade so geil. Wir wollten ja einfach mal ein bisschen miteinander sprechen. Ich habe mal einfach den Aufnahme-Button gedrückt und vielleicht verwenden wir es für einen Podcast, vielleicht verwenden wir es für dich, für deine Community, bei YouTube und wenn nicht, dann eben nicht. Hey, alles Und gut, bin ich du super. weißt, wir Ja, sind ich jetzt total on gut. air und ich finde das Thema so spannend, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen abholt, die viele tiefe Werte in sich spüren, die auch wissen, sie sind wertvoll und auch von anderen bestimmt hören, dass sie wertvoll sind. Aber dieses selber daran glauben, ich meine, ich kenne das selbst auch, ja. Viele ahnen nicht, dass ich das gleiche Thema auch heute noch habe. Ja. Ich muss mich auch immer wieder disziplinieren, meine alten Glaubenssätze wahrzunehmen und gegenteilig dieser Glaubenssätze zu handeln und zu entscheiden, bis mein Programm dann wirklich auch umgeschrieben ist, wie du sagst. Das ist ein altes Programm. Und ich fand das auch schön, was du sagst, von Generation zu Generation verdichtet es sich. Und dazu ist mir dann bewusst geworden, es muss sich verdichten, weil erst wenn es dicht ist, also zur Materie geworden ist, gibt es die Chance des Wandelns. Ja, zu sprengen. Also wenn etwas fest wird, dann ist es nicht mehr wie so ein Nebel, durch den man wartet und man sieht nichts, sondern dann wird es wirklich so massiv und auch so anstrengend und fies, dass irgendeiner, der sich traut in der Ahnenlinie, wirklich sagt, jetzt ist Schluss, Feierabend. Das ist übrigens auch etwas, das ist ja kollektiv. Und mein du und ich, wir haben ja viele Menschen, die wir erreichen und natürlich Gleiches zieht Gleiches an. Also natürlich habe ich in meinem Leben ganz viele Menschen, gerade so seit ich mein Erwachen hatte vor 20 Jahren, auch angezogen, die eben auch im totalen Mangel waren. Also so ein Bild, was hier hinter mir hängt, so einmal 1 Meter, das habe ich früher für, keine Ahnung, 200 € verkauft, das kostet 4.000. Und auf dem Weg dahin haben mich die Leute auch des Öfteren mal so ein bisschen so von der Seite angemacht, bist du wahnsinnig, so viel Geld? Habe ich dann irgendwann den Bogen gekriegt und gesagt, ja, meine Bilder sind eine Investition und irgendwann sind dann noch ein paar Nullen hinten dran. Also du kannst jetzt zugreifen oder später, wenn du willst. Und alternativ gibt es auch Drucke und die kosten dann 5 €, 10 € oder so. Es ist ja für alle gesorgt, es können ja alle die Energie der Bilder haben. Aber was mich fasziniert, ich weiß nicht, wie du das siehst, dieses kollektive Ding, ich switche jetzt ein bisschen aus der Fülle, die Fülle der wirren und angstvollen Gedanken, die wir im Moment
jetzt Ende Januar 2020 um uns herum spüren, die führt meinem Gefühl nach genau zu dieser Verdichtung. Genau. Es ist so eine solche negative Kraft, so viel Manipulation, die sichtbar wird, dass endlich der Punkt erreicht ist, meinem Gefühl nach, wo das Muster brechen muss, dieser Manipulation. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Und das ist auch die Aufgabenstellung in diesem Jahr, rein aus astrologischer Sicht, sich nicht bekloppt machen zu lassen von der Meinungsbildung, zum Beispiel der Medien. Ja? Selbst wenn uns in den sozialen Medien verkauft wird, Achtung, hier Drama, die Medien informieren uns nicht. Ja? Wir sind jetzt hier sozusagen der Unterwanderer, der dir genau sagt, worum es wirklich geht. Also all diese Dinge total zu überprüfen, weil es bäumt sich jetzt der Schatten richtig auf. Also es ist so wie, weiß nicht, ich habe gerade so ein ganz verrücktes Beispiel, ich haue es einfach raus. Als Kind, heute mache ich das nicht mehr, aber als Kind habe ich dann oft auch gerne mal so Horrorgeschichten gehört, Vampiren und auch gesehen, wirklich wie ein Untoter, der jetzt aus der Grabkammer aufsteht, ja, und uns alle erschreckt und uns wirklich davon nicht verrückt machen lassen. Also es wird jetzt einiges passieren in diesem Jahr, was uns echt auffordert, unsere eigene Wahrheit zu erkennen und uns auffordert, uns zu fokussieren auf das, was wir wachsen sehen wollen in diesem Leben. Das heißt, wenn uns etwas nicht gefällt, okay, wahrgenommen, aber was gefällt mir denn stattdessen und da wirklich hingehen, weil es verdichtet sich in der Tat das Dunkle und Licht und Schatten lag für mich persönlich noch nie so nah beieinander wie aktuell, ja, also in meiner Lebensspanne. Ja. Und es ist die Aufgabenstellung, jetzt wirklich zu überlegen, welchen Weg will ich gehen? Den Weg der Angst oder den Weg der Selbstermächtigung? Mhm, Selbstermächtigung erfordert für mich eine unbändige Kraft an Mut. Mhm. Selbst wenn ich spüre, das und das gefällt mir nicht oder das und das schmeckt mir nicht, erfordert das ganz viel Kraft zu sagen, ich gehe den Weg meines eigenen Gefühls und somit auch meiner eigenen Verantwortung, denn ich werde auf etwas verzichten müssen. Und zwar auf etwas, was mir mein Leben lang immer gedient hat, nämlich dieses Gefühl, ach scheiße, habe ich doch gewusst. Oh, hätte ich mal damals auf mein Gefühl gehört. Das war ja, eigentlich war ja klar. Ich habe es ja schon längst geahnt und mein Bauch hat es mir erzählt und whatever. Ja? Auf das Gefühl werden wir verzichten müssen. Wir werden nie mehr wissen, wie es gewesen wäre, hätten wir logisch oder anders entschieden. Okay. Dieser Punkt, ja, darauf zu verzichten. Der Mensch braucht das. Das habe ich doch gewusst. Der hat nicht den Mut zu sagen, ich gehe jetzt einen anderen Weg und ich entscheide für mich und ich trage die Konsequenzen und der Weg, den hat das Gefühl für mich noch keiner beschritten, aber ich gehe den. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie du dich wahrnimmst, aber ich bin ja sozusagen als Visionärin hier auf die Erde gekommen. Das ist nicht immer leicht, weil ich immer so viele Schritte voraus bin, was dazu führt, dass viele Projekte, die ich mache, ins Leere laufen, weil die Menschen noch nicht bereit dazu sind. Ja, genau. Und dennoch jetzt, du machst es genauso lang wie ich, diesen Mut zu haben, Klartext zu sprechen, die Menschen auch abzuholen und sie Schritt für Schritt wirklich in ihre Kraft und Selbstermächtigung zu führen. Und ich finde, das Thema Macht, bei mir ploppte es letztes Jahr schon auf, es in die Welt zu bringen. Ich habe 2015 das Jahressterntor der Macht und Selbstermächtigung gemalt. Ach, das habe ich sogar noch hier liegen. Ich bin gespannt. Übrigens, für alle, die bei mir nur mit dem Ton zuhören, ich verlinke euch unseren YouTube Video-Link, dann könnt ihr nämlich auch sehen, was die Sonja da schönes malt und auch ein geniales Bild bei ihr im Hintergrund hängt. Ja, schön. Also im Hintergrund ist der Erzengel Uriel und hier ist das Sterntor der Macht und Selbstermächtigung. Wow. Das habe ich in einem Eingangsvideo zu unserem Gespräch gezeigt. Ja, also der Mensch, das ist, kann man Mann oder Frau sehen, als König, Königin mit Krone, Zepter, Reichsapfel in der vollen Power, im vollen, sinnvollen Feuer. Ja, das Feuer, die Macht haben wir ja alle, nur ist die Frage, Feuer kann verbrennen, Feuer kann nähren. Mhm. Ja? Und jetzt verdichtet es sich tatsächlich so stark, dass meinem Gefühl nach ich unbedingt dieses Thema Selbstermächtigung und Macht, diese natürliche, mitgebrachte Macht, Schöpferkraft auf Erden, rüberbringen will, dass die Leute mal aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, sondern dass es absolut selbstverständlich ist. Und da schließt sich der Kreis wieder zur Fülle. Denn wenn ich in meiner Macht bin,
weiß ich, dass auch Fülle auf allen Ebenen, Geld, Liebe, Partnerschaft, whatever, ganz normal ist. Total. Macht kommt ja letztendlich von Machen. Genau. Also ist ja völlig wertfrei, dass wir da alle so ein Problem mit haben, ist ja völlig unnötig. Und für mich ist es eben genauso, dass es existiert alles. Es existiert die Fülle und wenn wir die Armut oder den Mangel wählen wollen, ist das auch eine Macht. Ja, eine Entscheidung. Allerdings dann meistens unbewusst. Ja, oder wir sind gegen das, wofür wir uns entscheiden. Wenn wir dem Mangel folgen, haben wir uns dazu entschieden. So ja. Hart das ist. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, boah, Giese, ich konnte dich noch nie leiden, aber jetzt kann ich gar nicht mehr leiden. Ja? Völlig okay, aber es ist eine selbst entschiedene Geschichte. Ja. Wirklich hingehen und sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und zwar in wirklich auch jedem Moment. Da kann Ernährung zugehören, Suchtmittel zugehören, Morgenroutinen zugehören. Ja, egal, wonach richte ich mich aus, wie denke ich, wie fühle ich und wie sehr trainiere ich, dass ich mich wirklich auch bewusst wandel, ja, in Fülle. Und dann steht uns die Fülle natürlich auch zur Verfügung, weil sie ist schon längst da. Die brauchen wir gar nicht erschaffen, sie ist ja schon da. Das ist es eben. Das ist ja, was die meisten Menschen sagen. Deshalb verbinden sie meines Erachtens die Macht auch mit so vielen negativen Impulsen. Ich erkläre das dann ganz gerne. Macht es präsent, wenn ich meine Macht nicht nutze, dann steht sie jemand anderem zur Verfügung. Und jemand, der total selbstverständlich in der Macht ist, nimmt sie und macht dann irgendwas draus. Und das habe ich nicht unter Kontrolle. Ja? Genau. Da kann alles mit passieren. Genau. Ja, ich bin ja schon ein Macher. Ja, das heißt, wenn ich eine Idee habe, fällt mir nämlich gerade so ein, wo ich dein Bild gesehen habe, was übrigens sehr schön ist, mit dem Tor der Selbstermächtigung, mit dem vielen Feuer. Und vielleicht ist es an dem Punkt auch vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Wenn ich eine Idee habe, dann bin ich jemand, der brennt dafür. Mhm. Das ist ein Feuer. Und wenn ich für etwas brenne, dann mache ich natürlich auch. Also ist das eine ganz einfache Metapher. Leute, sucht euch was, wofür ihr brennt, und dann seht zu, dass ihr euer Feuer lebt. Und dann bist du im Machen. Dann bist du in der Selbstermächtigung. Da der Feuerengel. Ja, genau. Ja, das ist es eben. Diese Begeisterung. Also ich habe das Wort Leidenschaft mittlerweile ersetzt durch Begeisterung, weil Leiden brauche ich nicht mehr erschaffen. Ja, ich möchte ja begeistert. Das ist für mich auch dieses Feuer. Eine Hingabe an das Leben, Impulse vom Leben aufnehmen. Da sind wir beide ja gut drin. Mhm. Und das dann durch unseren Kanal zu formen und wieder rauszugeben. Ob durch Schmuck, Bilder, bei dir durch diese vielen, vielen Dinge, die du auch machst mit Buch und Kartenset und all die Dinge und Schmuck und so weiter. Das ist ja letztendlich einfach unsere Schöpferkraft, die durch uns durchpulst. Ich habe das im letzten Video, ich verlinke das dann auch nochmal hier in dem Video, davon gesprochen. Ich habe das Bild bekommen vor 2 Tagen. Es ist wie elektrischer Strom. Das können die meisten Menschen ganz gut verbinden mit Macht. Also wenn ich ganz viel elektrischen Strom zur Verfügung habe, ihn aber nicht benutze, brauche ich mich nicht zu beschweren. Das stimmt. Naja, das stimmt. Alles da. Der elektrische Strom ist Symbol für alle Schöpferkraft, die durch unsere Adern fließt, die um uns herum ist und die wir dann, daher das Wort, manifestieren durch unsere Tatkraft, Mani-Hände, setzen wir es um. Ja, diese Begeisterung, diese Impulse, diese Inspiration. Ja, genau. Das endlich mal zu verstehen und dann aufzuhören, sich darüber Gedanken machen zu müssen. Genau, aufzuhören, sich darüber Gedanken zu machen, weil was hindert uns daran? Die Gedanken. Selbstzweifel. Also wenn du jetzt sagen würdest, oh, es gibt schon so viele, die malen. Das habe ich schon oft gemacht. Ja, genau. Ja. Oder was weiß ich, so viele Kartenleger oder so viele Coaches oder whatever. 100.000 Schubkräfte, ja, gibt es ja auch. Also wenn wir aufhören, uns zu vergleichen, Dinge zu bewerten, in gut und schlecht einzuteilen, sondern wirklich unserer Hingabe und Begeisterung zu folgen und einfach mal machen, da bist du nämlich bei Macht, ne? Machen Macht, ja, dann wird da schon was draus. Und wenn es nur die Erfüllung in der Freizeit ist. Genau. Und vielleicht braucht es 1, 2, 3 Jahre oder wie lange auch immer, je nachdem, wie viel Hingabe man verspürt, bis daraus vielleicht ein erfüllter Job wird. Ein erfüllter, somit auch erfolgreicher Job. Weil für mich ist Erfolg immer das, was folgt, wenn wir in unserer Erfüllung sind. Ja. Ja. Das ist auch ein Sterntor des Erfolges. Erfolg, wenn man dem Herzen folgt. Ja, geil. Ja,
genau. Und du, ich finde die jungen Menschen, also diese Jugendlichen, die Berufsanfänger oder vielleicht auch noch Jüngeren, die finden heutzutage auch keinen Job mehr. Die erfinden einen. Die folgen ihrer Leidenschaft, die haben keinen Bock mehr auf das System. Ja? Manche müssen noch, wenn die Eltern zu dominant sind, aber vom Grundsatz her machen die einfach das, worauf die Bock haben und immer wieder neu das, worauf die Bock haben. Und irgendwie schaffen die das, sich davon über Wasser zu halten, formulieren wir es erstmal so, und irgendwann auch erfolgreich zu werden. Ja, genau. Ja, es geht ja auch darum, das ist ja Evolution. Es kann ja keiner davon ausgehen, dass wir Berufe weiterführen, die vor 1000 Jahren wichtig waren. Mhm. Es ist immer eine Evolution gewesen, angepasst an die Technik. Und auch da gilt ja im Endeffekt, je mehr Macht ich ergreife, je mehr Fülle ich lebe, desto weiter ist mein Horizont. Mhm. Genau. Die meisten Menschen laufen mit dem Brett vor dem Kopf rum, das Brett, das sie sich selber an die Stirn genagelt haben oder haben nageln lassen. Und dann, wenn dieser Moment kommt, wo die Menschen erwachen, und das ist jetzt gerade seit 1-2 Jahren eine Wahnsinnswelle des Erwachens, dann kommt da plötzlich ein Sprung in dieses Brett und dann sieht man ein Licht am Horizont, ja, an dieser Düsternis, in der Dunkelheit, und dann, wow, oh, da will ich hin, kriege jetzt Riesengänsehaut, ja. Mhm. Und das ist ja der Moment, den wir beide mit den Menschen erschaffen wollen. Das ist ja unser beider innerer Antrieb, unser Feuer, dass wir die Menschen in diese Kraft bringen wollen, dass sie aus diesem kleinen Riss in dem Brett vor dem Kopf immer einen größeren Riss machen, bis sie merken, oh, ich kann das Ding auch vom Kopf wegnehmen. Wow, wie toll ist das denn? Ja, und das ist aber auch, ich glaube auch, weiß nicht, dir ging es vielleicht, vermute ich, ähnlich, wenn erstmal so dieser kleine Riss da ist, dann ist so, wir ahnen, da ist was, da kommt ganz viel Angst. Oh ja, natürlich. Ganz viel Angst. Was soll nur werden? Mein Mann geht nicht mit. Was sagen die Nachbarn? Was machen wir mit meinem Job? Ja? Ich spüre, ich halte es da nicht mehr aus. Aber was jetzt? Ja? Also tausende von Begründungen kommen rein, warum wir diesen Riss nicht größer machen, uns nicht trauen. Wir haben Angst vor Veränderung. Und da greift schon wieder Selbstermächtigung. Ja? Da ist es wieder, dieser Mut. Ja? Was haben wir für einen Tipp für die Leute? Fällt dir was ein? Letztlich, das hat eine ganz tolle YouTube-Begleiterin in einen Kommentar geschrieben zum letzten Macht-Video. Da hat sie sich ausgetauscht mit jemand anderem. Ich finde diese Dialoge in den Kommentaren fantastisch, so kreativ. Die eine sagte, ich brauche Schöpferkraft. Nehmen wir jetzt mal das Brett als Bild, um das Brett runterzunehmen. Mhm. Und die andere sagte, ja, Moment, aber ich kann doch erst, wenn ich das Brett runtergenommen habe, meine Schöpferkraft erkennen. Mhm. Und ja, das ist beides wichtig. Bei den einen, und da muss ich sagen, ich habe jetzt im Juni kommen zwei meiner Bücher raus, ich lasse das jetzt mal so einfließen, einmal eben ein Krisenhandbuch. Und Krise, ich habe meine besten Krisentipps, gerade letzte Trennung, alle notiert, ist ein kleines Ding und das kann man in die Handtasche stecken, immer dabei haben. Und da ist mir bewusst geworden, als ich das aufgeschrieben habe, Krise erzeugt Energie. Also nie wieder jammern über eine Krise, egal in welcher Richtung, weil sie Energie befreit, die gestaut war. Mhm. Sind wir im Flow, brauchen wir keine Krise. Ja. Staut es sich irgendwo, ja, also lassen wir nicht los, haben wir einen Glaubenssatz, der uns limitiert, staut sich die Energie. Und dann braucht es eine Krise manchmal, je härter er ist, um den wegzuspülen. Und das fand ich so spannend. Also es gibt unterschiedliche Prozesse. Also grob zusammengefasst diese beiden Prozesse. Entweder habe ich eine tiefe Krise. Bei mir war das der Fall. Deshalb bin ich zu dem geworden, was ich jetzt bin. Habe die Kraft gehabt, neu anzufangen vor 20 Jahren. Oder ich nutze diese aktuell extrem hochschwingende Energie und erlaube ihr, dass sie so diese Löcher in dieses Brett vor dem Kopf reinbrennt, um mir die Kraft zu geben, das dann loszuwerden. Also es gibt diese beiden Aspekte. Das fand ich ganz toll, das mal so zu lesen und zu sehen, damit jetzt zu spielen. Ja, mein Tipp. Hört sich so ein bisschen an wie, also ganz simpel, wie das Huhn und das Ei. Also was war das da? Und da kannst du dich wirklich drin verlieren. Und es ist beides zuerst war. Für mich ist es sowieso dieses Entweder-Oder gibt es nicht. Es ist immer dieses Sowohl-als-auch. Und es kann kein Problem existieren, ohne dass gleichzeitig die Lösung schon da ist. Du hast sie vielleicht noch nicht gefunden, aber sie steht also ehrlich gesagt direkt neben dir. Ja? Wir brauchen manchmal ein bisschen Mut. Und das ist das, wir brauchen beides. Wir brauchen die Schöpferkraft, gleichzeitig zu erkennen, sie ist schon längst da. Und gleichzeitig gewinnen wir sie,
wenn wir dann da reingegangen sind. Ja? Mega, mega, mega spannend, ja. Aber ich erlebe es halt auch gerade in diesen Coachings, in den spirituellen Coachings, dass wenn die Veränderung ganz, ganz stark an die Tür klopft und die eigene Inspiration auch sehr stark da ist, dass die Angst, wenn es wirklich da kurz davor steht, große Schritte zu gehen oder eklatante Schritte zu gehen, also dass dann die Angst übergroß wird. Übermächtig, genau. Ja. Das Ego hat die Macht genutzt. Da möchte ich mal kurz noch so ein Drive reinbringen. Letztlich, was du ja vorhin so schön ausgeführt hast, diese Glaubenssätze, auch bei mir, die hat unser Ego gesammelt, um uns zu beschützen, weil neue Wege gefährlich sind. Das ist ein riesiges Risiko. Mhm. Da nach und nach diese Glaubenssätze abzuarbeiten, aufzuarbeiten, ob mit Coaches wie mit uns beiden oder für sich selber. Also ich habe auch Videos aufgenommen zum Thema Glaubenssätze. Ich nenne das ja, ich arbeite mit den Power-Fragen. Mhm. Da haben Siranus und ich ein tolles Kartenset und Büchlein zugemacht. Aber da wirklich ranzugehen und das beiseite zu räumen und dann irgendwann, und das ist für mich auch der Impuls für dieses Jahr, das Ego vom Machthaber im Leben wieder zum Ratgeber zu machen. Spannend. Das finde ich gerade jetzt den wichtigsten Schritt, den Mut zu haben, das Ego mal am Schlawittchen zu packen, ein ernstes Wörtchen mit ihm zu sprechen und ihm liebevoll zu erklären, dass das ganz, ganz toll ist, was da kommt. Ich hatte gestern wieder ein Coaching mit einer sehr jungen Frau, die ist noch nicht mal offiziell erwachsen, aber die wollte unbedingt mit mir sprechen, weil sie körperlich wirklich am Ende ist. Weil sie genauso jetzt vor dieser Wand steht und sie muss sich innerlich entscheiden, gehe ich da durch, habe ich den Mut? Wir brauchen Kraft. Mhm. Ja. Du hast deine Meditationen, deine Tools, die du auch den Menschen anbietest, das mache ich genauso. Wir haben da unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist ja das Herrliche, so viele Facetten. Diejenigen, die ihre Macht schon erkannt und genutzt haben, machen dann eben etwas, das andere nutzen können, um sich mit Kraft aufzufüllen, mhm. Mut zu haben, diese neuen Wege zu gehen. Das ist es. Also die, sobald du in deiner Selbstermächtigung bist, also sprich deinen Weg gehst und Verantwortung für deine Entscheidung übernimmst, hast du ja die Kraft. Also das, was vorher als Vermeidungstaktik gegriffen hat, ne? Bloß keine Veränderung oder kein Risiko eingehen, klaut uns Kraft, obwohl wir denken, dann sind wir in Sicherheit, ja, schön alles machen wie immer, dann sind wir völlig energetisch ausgelutscht und wenn wir das Risiko eingehen, wirklich, manchmal fühlt es sich an, als würden wir uns in die Luft sprengen, kann passieren, je nachdem, worum es geht, aber sobald wir das tun, kriegen wir eine riesen Energie und du sprichst von der jungen Frau bei dir gestern, bei mir war es gestern ein junger Mann, ja, also genauso, ganz, ganz jung der sagte, na, ich stehe kurz vorm Abitur und ja, ich will auch studieren, aber ich kann nicht in die Uni fahren, also in die Schule fahren, ich komme nicht hin, ich kriege meinen Körper nicht dahin getragen, ich kann nicht lernen, es geht mir körperlich total schlecht, energetisch. Allerdings, wenn mich etwas interessiert, bin ich voll da. Und ich habe das Gefühl, obwohl es logisch ist, jetzt alles vernünftig zu Ende zu bringen, also wenigstens erstmal das Abi, dann kann ich erstmal ein Jahr reisen, kann ich immer noch studieren, aber das geht eben noch bis Mitte März, also gar nicht mehr so lang rein, theoretisch. Und er sagt, es geht mir so schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich würde Zeit, also Lebenszeit, kostbare Zeit, durch den Schredder jagen. Das ist ein so geiles Bild, ja. Und da ist dann wirklich so die Frage, auch für mich jetzt, ne? Wie berate ich solch einen Menschen, ja? Also einen jungen Menschen. Natürlich ist es nach altem System erstmal klug, Mensch, jetzt hast du dein Abi fast fertig, mach's bitte zu Ende und mach dann deine Reise, ja. Auf der anderen Seite schreit seine Seele so laut, dass sie sagt, ich kann diesen Weg nicht mehr aushalten. Wir haben einen guten Drive gefunden, aber so kann es einem gehen. Die Logik sagt, mach und die ist auch nicht falsch. Die Logik, die da sagt, mach bitte erst das Abi zu Ende, ist ja nicht verkehrt. Mhm. Aber wenn die Seele so aufheult, dass sie sagt, ich kann nicht mehr, fühle ich mich auch nicht mehr wohl, damit zu sagen, mach zu Ende und danach. Nein. Wie der Rentner, der auf die Rente wartet, noch ein paar Jahre hat und sich wirklich energetisch immer weiter runterregelt, gesundheitlich,
depressiv, Burnout, ja, aber Hauptsache Hechel, Hechel bis zur Rente und dann endlich leben und meistens ist dann auch schon der Deckel zu. Genau, dann ist der Deckel zu, weil das so viel Kraft kostet, das zu auszuhalten und die meisten Menschen halten ihr Leben nur aus. Genau. Aber je jünger die Menschen sind, also je frischer sie quasi auf der Erde sind, sie kommen ja in eine Zeitqualität und Energiequalität, die wir aufgebaut haben die letzten Jahre und Jahrzehnte. Also du und ich, wir haben ja noch miterlebt, wie alles überhaupt mal losging, wie plötzlich global erstmal über das Hippie, diesen Hippie-Ausbruch, freie Liebe, die Leute ganz radikal neu dachten. Dann kam so in unsere Entwicklung die Emanzipation, die eine Menge gut und eine Menge kaputt gemacht hat. Das gilt es jetzt gerade wieder zu reparieren. Und dadurch hat sich die Energie der Menschen immer mehr aktiviert, immer mehr Selbstermächtigung kam, allerdings noch relativ subtil, noch gar nicht so in Worte gefasst. Und dieses Thema Macht und Selbstermächtigung ist durch viele, viele tolle Lehrer, Kurs in Wundern und so weiter, Murphy's Law, Dr. Murphy, das kam im letzten Jahrhundert hoch und jetzt haben die Menschen angefangen, mal damit zu experimentieren. Dadurch hat sich eine neue Opposition auch aufgebaut gegen die Manipulation und in diese Zeitqualität kommen jetzt die jungen Leute und sind so ein bisschen so in der Zwickmühle, sie werden so ein bisschen zerrieben zwischen diesen unfassbar starken Kräften, die da wirklich dieses Tauziehen machen. Hut ab für denen, die da nicht dran zerbrechen. Ja? Also da finde ich Fridays for Future toll, dann haben sie mal eine kleine Auszeit aus dieser Schreddermaschine. Ja, genau. Ja, diese starren Strukturen. Das war für mich auch eine Herausforderung. Meine Tochter ist jetzt 22, sie wird im April 23, also auch ein junger Mensch, den ich auch durch die Schulzeit gepeitscht habe, so muss man es einfach förmlich formulieren. Tut mir auch im Nachhinein leid, ich hätte gerne im Nachgang vieles anders gemacht. Dann hat sie das Fachabitur angefangen und ein halbes Jahr vor Abschluss hat sie geschmissen. Dann hat sie sich überlegt, ich mache Vollabi, aber dafür brauche ich eine andere Quali, hat nochmal ihre Vollquali nachgemacht, um mir dann zu erzählen, nee, du, Abitur ist auch nichts. Ich mache mal ein Langzeitpraktikum. Ich glaube, ich will doch erst eine Ausbildung machen. Hat auch den Vertrag, die hätten die super gerne gehabt. 14 Tage vor Antritt der Ausbildung hat sie gesagt, nö, sagt sie, auch das mache ich nicht. Ich habe auf dieses ganze Hamsterrad, wenn ich mir vorstelle, dass das mein Leben ist, auch keinen Bock, ich mache mich direkt selbstständig. Ich sage, und womit? Weiß ich noch nicht. Dann, als Mutter zu sagen, okay, ich unterstütze dich. Mhm. Ich habe es gemacht und die Rechnung ist auch aufgegangen. Also sie wächst nach wie vor in all das hinein, was sie gerne machen möchte und was sie selber ist. Und ich unterstütze sie natürlich auch sehr, sehr gerne weiterhin, wobei das echt schon super klappt, so aus ihrer eigenen Aktion heraus. Aber wenn sie dann gerade nicht im Raum war und dann bin ich wirklich auch in mir drin manchmal zusammengebrochen und habe gedacht, scheiße, scheiße, machst du das richtig? Und das ist auch das, ich schließe mal eben den Kreis, als ich zu Anfang heute sagte, Selbstermächtigung und den eigenen Weg zu gehen, erfordert Mut, weil wir auf das Gefühl verzichten, ich habe es doch gewusst. Also gerade bei ihr, ne, wo es dann noch um die Verantwortung deines Schützlings geht, ja, wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe mit dir den Weg und wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose, werden wir eine Lösung finden. Leichter wäre es gewesen, ich hätte sie durch die Ausbildung gequält, ja, und das ziehst du jetzt durch und suchst dir einen Job und dann am Ende zu sagen, ja, scheiße, eigentlich haben wir es gewusst, aber jetzt, ne, fangen wir jetzt an. Nee. Und das ist ein Beispiel, aber man kann es wirklich daran messen. Es erfordert echt richtig, richtig, richtig dollen Mut. Es braucht Mut, klare Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und es braucht Kraft, klare Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich liebe die Astrologie. Ich nutze sie jetzt nicht so intensiv wie du, weil ich mich geschoben und durch die Hingabe erzeugt mehr diesen aktuellen Energien zuwende. Ja, das ist dann mehr so mein genau. Gespür, was ich weitergebe. Und ja, also da kann ich wirklich nur allen, die jetzt zuhören oder zuschauen, sagen, die Energie ist da. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir brauchen sie wirklich nur einzuladen, einzuatmen. Ich habe
so viel Meditation in meinem YouTube-Kanal for free. Wenn ich jetzt den Weg gehe, den du schon lange gehst, liebe Linda, und auch meine Community mache, wo man sich mit einem Abo anmelden kann, da werde ich noch mehr gezielt genau dafür wirken, dass die Menschen diese Kraft überhaupt bekommen. Und das ist dann mein zweites Buch, was jetzt im Juni erscheint, das Lichtkraftbuch, wo dann alles nochmal ein bisschen erklärt und gebündelt wird. Das, was du jetzt vor kurzem fertiggestellt hast, vorgestern. Ja, ich freue mich so krass auf dieses Buch. Wie wird es heißen? Weißt du es schon? Hat es schon Titel? Lichtkraft für Lichtmenschen. Wow, geil. Ganz easy. Also ich bin ja für die total einfachen Lösungen, weil ich mir irgendwann gesagt habe, dieses Leben ist so komplex und kompliziert geworden. Das war einer meiner wichtigsten Schritte, gerade so Ende 2018, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ewigen Kampf. Ich habe wirklich meine Waffen niedergelegt. Also ich bin so einer hier, ich hatte dann auch noch ein Schwert, ja, und damit habe ich auch nicht zugehauen. meiner ganzen Macht, weil ich ja im Überlebensmodus war. Ich war ja nicht im Lebensmodus, vor allem die ersten 30 Jahre, sondern Überleben. Und ich war eine verdammt gute Amazone. Also ich habe echt Welt auf Abstand gehalten, weil ich Angst vor ihr hatte. Dann habe ich 20 Jahre darum gekämpft, in meine Fülle zu kommen und in einen ruhigen Modus, dass ich das Leben genießen kann. Und dann habe ich 2018 gesagt, jetzt lasse ich alles fallen. Ich mag nicht mehr Waffen ablegen. Ich springe jetzt von der Klippe, an der ich fast 50 Jahre immer stand und immer Angst hatte, ich falle darunter. Und ein paar Mal schon davor war, mich runterzustürzen, das Leben zu beenden, um es mal klar zu sagen. Wow. Und dann den Mut zu haben, Dezember 2018 ging für mich nicht eine kleine Tür auf, da ging eine neue Welt auf. Im Moment, wo ich gesagt habe, ich lass den Kampf los, ich gebe mich hin und ich bin freiwillig gesprungen, aber nicht im Sinne von, ich bringe mich um, sondern ich springe jetzt ins Leben und schaue, was passiert. Ich weiß, ich muss den Mut haben, zu vertrauen, dass ich aufgefangen werde. Und ich muss das wirklich immer wieder erzählen. Das war, als ob ich in rosafarbene Wolken falle. Ich bin so getragen gewesen. Ich habe meine Flügel ganz weit ausgebreitet. Hier, ich habe ja meinen Engelpullover an. Flügel ganz weit ausgebreitet und habe mich von den Winden tragen lassen. Ich habe immer gedacht, das ist eine endlose, tiefe Schlucht, in die ich falle. Aber das war das Licht. Das war ein unendliches Licht. Der Wind trägt mich. Und dann sage ich gerne als Bild, wenn ich dann mal so dem Ego wieder zuhöre und seinen Verlockungen wieder zurückzugehen, in die alten Glaubensmuster, dann ist es so, als würde ich die Flügel anziehen und dann falle ich wie ein Stein. Das ist kein schönes Gefühl. Und dann breite ich sie wieder aus und gebe mich wieder dem Strom hin und lasse mich wieder vom göttlichen Wind tragen. Genau. Der Schritt, ich kann das so fühlen, was du beschreibst, und ich glaube auch ganz viele unserer Zuschauer oder Zuhörer ebenso. Und als du so anfingst zu erzählen, dass du von der Klippe gesprungen bist, ich wusste sofort, ins Vertrauen. Ja? Und in dem Moment, wo du deinem Ego zuhörst, fällst du wie ein Stein. Das heißt, dich erfasst die Angst. Genau. Angst ist schwer. Dein schwer. Boom, runter. Und das Vertrauen ist, die Flügel auszubreiten. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut, genauso schön, wie du es gerade beschrieben hast, bevor man wirklich springt, also dieses, wir hören das, also wir sind jetzt in dem Thema drin. Wir wissen, worüber wir reden, und wir können das fühlen, was dann passiert. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz vielen auf den Senkel geht. Du musst nur vertrauen. Ja, klar. Ja, wirklich. Also ich meine, ich habe in einer Krisensituation. Ja, du musst nur vertrauen. Das Leben regelt das schon. Ja? Vertrauen ist göttliche. Da kriegt man irgendwann noch mehr Stress. Ja, genau. Stinkefinger. Ja? Aber es ist wirklich so, das möchte ich jetzt, weil du es so schön beschrieben hast, wenn du der Angst widerstehst und sagst, ich springe jetzt, also entweder frisst mich die Angst auf, ich habe es ähnlich gehabt wie du, ich hatte wirklich ein Bild, dass große, böse Dämonen mich jagen, also Angst vor etwas, und ich renne vor denen weg, ich habe das Gefühl gehabt, ich renne durch mein Leben und ich renne vor der Angst davon, und irgendwann konnte ich nicht mehr wegrennen, weil da tat sich vor mir eine Riesenschlucht auf. Der Weg war zu Ende, ich konnte nicht mehr rennen. Also ich hätte mich umdrehen können und hätte mich von denen fressen lassen können. Und es gab wirklich dieses Bild wie in so einem Traum, dass ich mich umgedreht habe und gesagt, natürlich wollt ihr mich, weil ich bin das Licht.
Und dann habe ich mich umgedreht und bin in diese Schlucht gesprungen, wohl wissend, ich werde irgendwann nach vielen Hunderten von Metern aufklatschen auf dem Boden, bildlich. Und es passierte genau das, was du gerade beschreibst. Mhm. Mitten im Fallen breiteten sich meine Flügel mhm. auf. Das war ein Awakening. Es war ein Wake-up. Ja, ja genau. Es ist so ähnlich, das Bild, das finde ich so spannend. Es ist so, wie du es beschreibst, so hatte ich es auch. Mhm. Und auf einmal breiten sich die Flügel aus und von dort aus kannst du beobachten. Okay, zurück auf die Klippe, ist zurück in die Angst, du fällst wie ein Stein. Bleibst du im Vertrauen in dein Leben, in dich selbst und vor allen Dingen in die Existenz, das finde ich so schön. In die Existenz selbst. Das Leben liebt dich. Immer. Immer, egal was du gerade vorfindest in deinem Leben, es dient dir. Im Nachhinein wissen wir es ganz oft. Ja. Und wirklich in dem Moment, wo es wirklich schwer ist, zu vertrauen, einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so an, das Leben macht keine Fehler, das Leben liebt mich, für auch immer das Gute, ich werde es irgendwann sehen, aber ich gebe mich jetzt dem Ganzen hin. Ja, das ist dann, vielen Dank für deine... Ja, deine Ergänzung, das ist toll, das ist so schön. Ich bin ganz sicher, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die sowas Ähnliches dann auch erlebt haben und dann gelernt haben, im Strom des Seins zu fließen. Mir ist, während du das erzählt hast, eine Frau eingefallen, die eine Beratung mit mir gemacht hat. Da wurden bei ihr Karzinome entdeckt, also auf der Haut. Und dann, wir hatten schon gesprochen, also wir kannten uns schon und dann haben ihre beiden Töchter, ich glaube 10 und 15, Mama, ruf deinen Engel mal an. Ich glaube, die muss dir helfen. Das war so süß. Und dann habe ich, während wir gesprochen haben, ich kriege ja dann Bilder, was zu tun ist oder was man tun kann. Und dann war einfach ganz simpel. Es war hier oben, unter beiden Schlüsselbeinen. Leg deine Hände auf und liebe diese Karzinome. Dein Körper sagt nichts anderes als bitte, bitte, hab mich endlich lieb. Und was machen wir? Wir kämpfen dagegen. Ich habe es ja selber hinter mir, 40 Jahre, schwerste Krankheit, verschiedenste. Ne? Wer nicht? Okay. Aber dieser Kampf gegen uns selbst, das ist ja das Destruktive, was ja immer wieder eine negative Schwingung und Energie erzeugt. Und da mal eben zu springen und zu sagen, ich liebe mich ab heute mit allem, was da ist. Mit Krankheit, mit Falten, mit grauem Haar, mit Gewicht, mit Schwächen und Stärken und allem, was ich bin. Ja, auch das ist wieder so eine Floskel geworden. Liebe dich selbst und alles wird gut. Das stimmt auch. Ist so, das ist so. Stimmt auch. Ja, aber wenn du es als Floskel nimmst, kann es nicht funktionieren. Nein, überhaupt nicht. Aber per se stimmt es und ich finde es total genial, was du sagst, dieses Beispiel. Ich hatte eines hier an meinem Handgelenk aus und ich habe so ein Karzinom und habe so gedacht, mir, lebe glücklich, Linda, immer gesund, passiert das nicht. Und ich habe Angst gekriegt, weil es wurde immer größer, immer größer, immer größer und ich habe wirklich, wirklich Angst gekriegt. Vor allen Dingen wusste ich, scheiße, du musst jetzt zum Arzt. Ja. Da gehe ich, wenn es eben geht, gar nicht hin. Also jeder, der gerne geht, darf gerne gehen. Ich persönlich meide das, solange es geht. Obwohl ich, ne, es ist gut, dass es die Ärzte gibt. Ja. Aber wenn es sich vermeiden lässt, lasse ich es. Und ich habe das genauso gemacht, wie du es deiner Klientin empfohlen hast. Ich bin dann hingegangen und habe für mich gedacht, okay, meines Verständnisses nach ist das Ausbrechen einer Krankheit, whatever, der erste Moment der Heilung. Weil wir dann erkennen, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dass es einfach nur darum geht, dass wir dann hinschauen und mal wirklich aussteigen aus dem Hamsterrad unserer 1000 To-Dos und Gewohnheiten und wirklich mal wieder zu uns kommen und wieder Liebe für uns empfinden. Ja? Und das habe ich gemacht. Und ich sag's dir, es ist weg, Mensch, einfach weg. Ja, heute so dankbar. Das ist Macht. Das ist angewandte Schöpferkraft. Ja, da sind wir wieder. Ja. Heilung ist angewandte Schöpferkraft. Ich erkenne etwas, reagiere darauf, hinterfrage es, durchleuchte es, durchliebe es. Ja, genau. Und dann kommt wieder eine Harmonie und Balance.
in das Leben. Also ich habe das so oft erlebt, ich habe so viele Krisen hinter mir, deshalb war dieses Krisenhandbuch auch fällig. Ich glaube, ganz viele wollen es jetzt wissen. Wir verlinken es auf jeden Fall bei mir im Podcast. Wenn es dann raus ist, ja, ja. Also ist auch nicht raus. Nein, die kommen ja erst im Juni raus. Ach, das ist, ach, das gehört zusammen, dieses Krisenhandbuch und Licht. Wir sind gleichzeitig fertig geworden. Okay, alles klar. Na gut, dann wir verlinken deinen Kanal. Die Leute werden dich suchen und finden. Genau. Und dieses Gefühl einfach, jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt war das Krisenhandbuch fällig, genau. Krisen. Da immer wieder an den Punkt zu kommen, mir immer wieder näher zu kommen mit jeder Krise. Und meine größte Challenge, eben die Trennung von meinem sehr, sehr geliebten Mann, den ich heute immer noch liebe, aber wir waren einfach als Paar nicht mehr tragbar, diese Riesenangst zu spüren, was passiert, wenn ich alleine meinen Weg weitergehe. Und das fühlte sich für mich an, ich stand damals noch auf Ibiza, auf dem Balkon, mitten in der Nacht und ich sah so das Meer unten mit den Lichtern und es rollte eine Tsunami-Welle aus Angst auf mich zu. Gefühlt vor dem inneren Auge war die 100 Meter hoch und ich wusste, wenn ich die nicht stoppe, ich zerbreche daran. Und ein Instinkt hat gesagt, ich habe meine Hand also wirklich den Arm ausgestreckt mit der hoffenden Hand und gesagt, stopp. Und es war, als würde dieses Bild eingefroren. Ja, nein, jetzt ist Schluss. Nie wieder lasse ich mich von einer Angst zerstören. Ich habe tief eingeatmet, habe diese Angst in einen Ton gepackt und ich habe gebrüllt wie ein angestochener Stier. Ich bin ja auch Stierfrau. In der Siedlung wurde es totenstill und dann fingen alle Hunde gleichzeitig an zu bellen. Das war ein krasser Moment. Und dann habe ich all meine Kraft zu mir zurückgeholt, die diese Angst sonst aufgesaugt hätte. Habe sie zurückgeholt und gesagt, so, ab heute entscheide ich ganz neu. Ich weiß noch nicht wie, aber neu. Und dann habe ich wirklich 2 Tage mich eingeschlossen, bin der Angst begegnet, habe alles aufgeschrieben, habe meine wichtigsten Herzensmenschen, Lieblingsmenschen angerufen, sie um Rat gebeten, um eine Reflexion, um einen anderen Blickwinkel. Und nach diesen 2 Tagen hatte ich einen Plan und bin dann dafür gegangen. Und dadurch war diese ganze Trennung einfach nicht unbedingt leicht. Keine Frage, das ist nie leicht, ja, nach 8 Jahren Ehe. Aber ich bin da mit Klarheit durchgegangen. Und ich habe auch die Abenteuer und die Herausforderungen, die das mit sich brachte, einfach durchgestanden und wusste, ich gehe für mein Licht, ich gehe für meine pure Schöpferkraft. Und dadurch hatte ich den Mut und habe von außen auch die Kraft bekommen, das überhaupt zu machen. Das nur mal so als ein Beispiel, wie man damit umgehen kann. Ja, ich glaube, ich kann aber ganz viele gerade sehr tief nachfühlen. Genau. Ich glaube, das ist ja das Spannende, bevor wir persönlich so in den Kontakt gekommen sind. Ich meine, ich habe dich natürlich immer schon bewundert bei YouTube, deswegen wusste ich überhaupt, wer du bist. War ich auf Bali gewesen und wen habe ich kennengelernt? Deinen Ex-Mann. Es war total spannend. Und wir kommen, weil er halt mega spirit ist, wir kommen ins Gespräch und er sagt so, ja, Ariel von Stein. Ich sage, krass, die kenne ich doch. Aber er hat eben genauso wie du so wundervoll und schön von dir gesprochen. Und es ist total schön. Ich glaube, wenn wir so klar unseren Weg gehen, weil es nicht gegen den anderen ist, sondern für uns selbst, dann ist man auch in der Lage, solch eine Freundschaft zu pflegen, so wie ihr das jetzt macht. Das ist ja mit meinem Ex-Mann, dem Vater von unserer gemeinsamen Tochter und mir genauso. Ja, wir sind beste Freunde. Aber weil wir uns nicht gegen den anderen entschieden haben aus Wut, sondern für unseren jeweiligen eigenen Weg. Ja, und dann kann man sich auch immer wieder unterstützen. Das ist vielleicht auch für die, die gerade zuhören oder zuschauen und in Trennungssituationen stecken, vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, aufzuhören mit Schuldzuweisungen, die natürlich in solchen Situationen sehr leicht auf der Hand liegen. Ja, natürlich, klar. Ja, hingehen und sagen, es geht um mich und es geht um meinen Weg. Ich entscheide ab jetzt neu. Du hast es wirklich traumhaft schön gesagt. Und ich glaube, wenn wir das so handhaben, also Veränderungen also generell auch so handhaben, sei es am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft, wirklich zu spüren, ich entscheide jetzt für mich neu und das andere ist wertvoll, so wie es ist, aber es geht jetzt nicht mehr damit weiter, dann bleiben wir auch in einer
in einer schönen Verbindung, weil man begegnet sich ja doch zweimal im Leben, mindestens. Ja, ganz genau. Das gilt ja eben für alles. Und wir stehen jetzt global, kollektiv an diesem Scheideweg. Und das wird sich auch noch weiter verzweigen. Also je nachdem, wofür ich mich entscheide, wenn ich mich für mich und die Liebe entscheide, meinem Licht folge, dann komme ich an den nächsten, in die nächste Abzweigung. Und dann geht es wieder darum, altes Ego, neues Licht. Und das ist ja im Moment auch unser beider Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen. Schau mal in diese Richtung. Also wir können die Menschen ja nicht tragen, ziehen, zerren, zwingen. Das ist ja nicht unser. Aber wir können sie aufmerksam machen und ihnen Lösungen anbieten. Ja, ob durch eine astrologische Beratung, durch eine wie auch immer geartete Videounterstützung, so ein Podcast. Ja. Es sind ja immer so kleine Samen, die wir mit jedem Wort in den Menschen setzen können. Es sind Samen, die sie entweder aufnehmen oder an sich vorbeiziehen lassen. Genau. Ja? Und manchmal kommt dann eben so das eine Wort oder der Satz oder das Bild, das setzt sich fest, wird durch andere Impulse genährt und daraus kommt dann dieser Mut zu sagen, ich lasse den Job hinter mir, ich lasse die Beziehung hinter mir, nicht im Zorn, nicht aus Frust und schon gar nicht, weil ich warte, mich zu entscheiden und dann entscheidet das Leben. Und das Leben, wenn das würfelt, das heißt nicht immer, dass es schön ist. Mhm. Ja, ja, lieber genau. Entscheiden. Mhm. Ja, absolut. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, du sagtest, wenn ich mich, also ich stehe an so einer Zweigung, Abzweigung, an so einer Kreuzung, entscheide ich mich jetzt für die Liebe, ja, oder aber. Und ja, also gerade die uns bis hierher noch zuhören und zuschauen, sind jetzt zumindest auf dem spirituellen Weg und haben ganz viel davon auch in sich und können uns gut folgen. Die wissen natürlich auch, dass gesagt wird, wir sind Licht und Liebe. Ja? So, wir sind Wesen aus Licht und Liebe. Wir sind die Verkörperung von Licht und Liebe. Und diese vielen Abzweigungen, die dann immer wieder kommen, du sagst, ne, dann kommt die nächste und die nächste. Eigentlich ist es die Hinbewegung zu dem, wer und was wir wirklich sind. Und auf dem Weg dorthin müssen wir doch immer wieder dann doch nochmal so ein Schutzpanzer, so ein Angstpanzer, so ein Logikpanzer oder Mantel oder das kann man nennen, wie man das möchte, loslassen. Und dieses Loslassen tut manchmal weh und manchmal macht es uns auch Angst, weil wir sind ja mit dem zusammengewachsen, sprich wir haben uns identifiziert mit dieser Sicherheit. Mhm. Und je mehr wir es loslassen, bei jedem Mal ist es bestimmt eine kleine Herausforderung, wird ja schon leichter mit der Zeit. Ne? Aber vom Grundsatz her bleibt es das Thema, dass man immer wieder mal an den Punkt kommt, wo man denkt, ja oder nein, rechts oder links. Ja. Und dann im Zweifel immer für die Liebe, im Zweifel immer für das Licht und nicht für die Sicherheit. Weil die Sicherheit ist da, wo du bist, wo dein wahres Sein. Ja, genau. Also eben dieses Gefühl, das kann ich nur aus eigener Erfahrung mitteilen, als ich gesprungen bin, eben in mein Licht gesprungen bin, als ich erkannt habe, dass es keinen Sinn mehr macht, gegen mich selber und das Leben anzukämpfen, ja. ist so viel zu mir gekommen, dass ich bis dahin weggeschoben hatte. Ich hatte es einfach nicht wahrnehmen können. Also da sind diese Bilder von Schleiern, die das Ego mit den gesammelten Glaubenssätzen aus der Kindheit, Jugend, Jungerwachsensein so über uns gelegt hat. Und nicht, weil es böse ist. Also ich empfinde mein Ego nicht als böse, manchmal als Sparringspartner. Ich stehe im Boxring, aber ich kämpfe nicht gegen, sondern ich trainiere meine Kraft mit dem Ego. Genau. Ja. Wenn ich das verstehe, dann sage ich, okay, hallo, Ego, da ist wieder ein Schleier, eine Maske, eine Rolle, eine Identifikation mit etwas Altem. Ein Schleier weg, zwei Schleier weg und immer heller. Es wird immer heller, immer heller. Das ist so ein schönes Gefühl. Und mittlerweile freue ich mich auf diese Momente, wo wieder ein Schleier fällt. Und voll. Vor allen Dingen, ich freue mich auf die Momente, wenn ich sehe, da ist wieder einer. Ja, genau. Also früher war es wirklich, oh nein, oh Gott, ein Problem. Wo kann ich mich verstecken? Oder wie kann ich mich irgendwie drumherum lavinieren? Ich bin ja Fischefrau, ne? Du bist ja nun vielleicht eher mit dem Kopf da durch. Ja? Ich erstmal abtauchen, Problem findet mich nicht. Ja? Und heute ist es wirklich so,
Oh, ein Problem. Spannend. Das ist faszinierend. Weil da weiß ich, jetzt kann ich wieder was lernen, jetzt kann ich ganz tief an mich heran. Ja? Und selbst wenn es etwas ist, was mich ganz tief traurig macht oder auch erschreckt oder ne, beunruhigt, freue ich mich da mittlerweile drüber, weil ich weiß, jetzt geht's wieder einen Schritt voran. Und ich glaube, das ist schon echt ein Geschenk. Wird man einem manchmal gar nicht mehr so bewusst, wenn man schon so tief drin ist. Aber während wir gerade reden, merke ich, was ein Glück, das so empfinden zu können. Ja. Ja. Ja, absolut. Also ich finde, wir sollten jetzt hier einfach mal den Bogen schließen. Was hältst du davon? Gerne. Und ich glaube, wir können noch viele tolle Sachen zusammen machen, weil wir eben sehr ähnlich schwingen und doch zwei unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben und das Sein und die Macht und die Schöpferkraft haben. Aber dennoch finde ich jetzt in Bezug auf Macht und Schöpferkraft das, was wir jetzt so miteinander kreiert haben, ganz toll. Sehr schöne genutzte Kraft. Ja. Und ja, also ich wünsche einfach allen Menschen, die bis hierher zugehört haben, zugeschaut haben, dass sie sich trauen, durch diese Impulse, die wir geben, die sie ja nähren können, wenn sie wollen, diesen Schritt zu gehen und zu sehen, ja, an dir, an mir, auch an deiner Tochter und an den Menschen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, es wird besser. Ja. Es wird immer besser, auch wenn das Ego sagt, nein, auf gar keinen Fall, das kann nicht besser werden. Ja. Viel besser. Mhm, genau. So als Abschluss vielleicht. Voll schön. Sonja, ich danke dir. Ich bin so dankbar, dass ich einfach auf den Button gedrückt habe und wir werden es jetzt, wir werden es nutzen. Ja, also ich denke schon, das werden wir machen. Es war mega schön, also wunderschön. Ich würde gerne häufiger mit dir telefonieren über Zoom. Du wohnst ja auf Mallorca, ich hier in Deutschland und deswegen hat sich das wunderschön ergeben und vielleicht kommt für das eine oder andere wieder was Schönes dabei raus. Ja, also ich habe vor, dich noch zu interviewen speziell und wenn ich in Deutschland bin, dann sehen wir uns auch mal live oder du kommst nach Mallorca. Ja. Auf jeden Fall ganz toll, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ja, ihr Lieben, nutzt eure Kraft, nutzt eure Macht und macht das Beste draus. Ja, macht was draus aus eurer Macht. Tschüss, ihr Lieben.